So, hallo zusammen. Ich habe ja noch versprochen zu zeigen, was ich alles im Legoland gekauft habe. Und ich habe allerdings nicht alles dabei, aber ich habe hier die Belege, um euch das auch zu zeigen. Und habe auch den neuen Katalog dort mitgenommen. Er ist ein bisschen zerfleddert, weil ja, der war schon öfters jetzt im Gebrauch und wir haben uns da ein bisschen umgesehen. Und hier zum Beispiel haben wir groß zugeschlagen im Ninjago Shop. Da gab es dann ein Ninjago T-Shirt, dieses Drachenpower Set, das ist Dister hier. Das haben wir uns geholt, oder der Sohnemann hat sich das gewünscht. Wir haben uns eine Bettwäsche organisiert und haben uns jeweils zwei Minifiguren von Ninjago zusammengebastelt. Und hier habe ich erstmalig einen 20% Gutschein hergenommen von der Jahreskarte und waren dann bei 51,93. Genau, das war der erste Part. Was wir uns im Aktionszelt noch geholt haben, war, jetzt haben wir zwei Stück, das war dieses Outlet-Zelt. Da gab es noch ein reduziertes Ninjago-T-Shirt, das haben wir für einen Freund mitgenommen. Und noch ein T-Shirt reduziert für auf 10 Euro, das war eigentlich echt super. Und dann habe ich gleich nochmal zugeschlagen und habe dann hier so ein Dreier-Figuren-Set bekommen und ein Cap in Orange. So, hier Dreier-Figuren-Set, das waren die hier. Fand ich super schön für die Stadt auch. Die waren runtergesetzt, glaube ich, von 9,99 auf 7,99. Und ach, komm, die nimmst du mit. Drei Figuren. Vor allem auch mit diesem Luftballon, mit diesem Clown. Das habe ich mal bei Bricklink gesehen. Allein dieser Luftballon, der kostet ja schon Heidengeld. Dachte mir, komm, das rentiert sich auf jeden Fall. Dann mache ich das doch mit denen. Und ja. Was natürlich im Fabrikshop gibt, ist ja dieser Lego-Stein, wenn du da einmal durch dieses Kino durchgehst. Da hat sie uns dann drei Stück in die Hand gedrückt. Ich habe jetzt hier einfach nur einen hergelegt, zum Herzeigen, wie der ausschaut. Kam ja auch in einem Video schon vor. Und jetzt wird es ja dann. Achso, ja, aber langsam. Wir haben ja noch was hier. Genau, wir haben noch sechs Minifiguren gemacht für 12 Euro. Und zwei haben wir also lasern lassen mit einer Schrift drauf. Die haben wir von diesem Bonusheft gratis bekommen, das Lasern lassen der Minifiguren. Und da waren wir halt, wie gesagt, bei 12 Euro. Habe ich gesagt, okay, ich brauche eh Minifiguren in der Stadt. Ein bisschen neuere. So. Mit welchen fangen wir denn an? Das Mädel hier fand ich super. Das haben wir so kreiert, weil dieses Haarteil hatte ich noch nicht. Und man kann immer noch so ein Zubehör dazu tun. Und dann haben wir halt einfach so einen Suppenteller noch hergenommen. Dann habe ich hier, also mein Sohn hat mir auch geholfen und gesagt, komm, wir nehmen das und das. Und haben halt dann das Mädel hier so mit so einem Laptop zusammengestellt. Fand ich auch ganz nett, weil das Haarteil hatten wir auch noch nicht. Ach ja, hier, das Mädel hatte ein Wechselgesicht. Dann fand mein Sohn diese Tigermaske super, fand ich auch toll. Könnte man noch so machen. Und er wollte unbedingt das Schwert mitnehmen. Ich dachte, komm, dann machen wir es halt so. Ist halt dann ein Faschingsball in der Stadt oder so, genauso wie hier. Sowas hatten wir noch nicht als Kopfteil. Und dann haben wir noch so einen kleinen Eimer dazugegeben und so eine orangene Hose. Ob es jetzt zusammenpasst, ja, Geschmackssache. Wir haben es jetzt so zusammengestellt. Dann kennt ihr ja alle meine, ich sag mal, Kanalfigur. Und die hat ja dieses Oberteil gehabt. Und die habe ich jetzt ausgetauscht gegen dieses hier. Und da sieht man auch, habe ich Palm Bricks draufstehen. Dachte ich mir, komm, ich tausche das jetzt mal so aus. Das bin jetzt dann quasi ich. Und ich habe nur, wo sind sie? Ach ja, genau. Die Arme mit dem hier getauscht. Normalerweise hätte dieser Torso hier diese Arme, diese hellblauen. Und dann ist es nicht ganz im Weiß, so eintönig, habe ich es einfach ausgetauscht. Und bei dem ist ja ein bisschen was auf dem Torso drauf, deswegen hat er die weißen Arme bekommen. Und ja, die Figur hat jetzt dann einfach das Oberteil bekommen. Das wäre eigentlich die mit meinem Bedruckten gewesen.
Der hat auch einen Wechselkopf. Und als Zubehör fand ich ja dieses Spinnennetz super. Das kommt dann auch irgendwo in die Stadt rein. Habe ich gedacht, nehme ich das mit einem Riesenteil als Zubehör. Das geht schon. Also die habe ich nicht bekommen. Wie gesagt, ich habe bloß den Torso ausgetauscht. Und das ist die Figur von meinem Sohnemann. Der hat diesen Kopf hergenommen. Natürlich auch beschrieben, der Name lasse ich jetzt aber anonym. Und genau, so haben wir das dann zusammengestellt. So, dann kommen wir wohl zum interessanten Teil, was ich alles im Fabrikshop mitgenommen habe. Wir haben uns einen goldenen Schlüsselanhänger ausgesucht. Den habe ich jetzt leider nicht gerade da. Der liegt bei meinem Sony im Zimmer und der schläft schon. Aber wie gesagt, eine Minifigur komplett in Gold. Die hat er sich ausgesucht, fand ich auch sehr cool. Und wir haben zwei Tüten mit losen Steinen uns geholt. Das waren einmal 406 Gramm und einmal 362 Gramm lose Lego-Steine. Einmal für 40, 19, einmal 35, 84. Und da habe ich dann auch einen 20% Gutschein hergenommen, dass wir dann von 82 Euro auf 65, 62 gekommen sind. Und die Steine tauschen, schauen wir uns jetzt dann mal an. So, eine ganze Kiste voll. Ich weiß nicht, die habt ihr, glaube ich, mal bei Bricklink gesehen. Die sind echt schweineteuer. Da habe ich mir einen Haufen mitgenommen. Dann fand ich diese Farbe als Gerüst sehr interessant. Dieses Dunkelblau habe ich noch nicht gesehen. Und in Dark Grey wollte ich sowieso schon haben, habe ich mir noch ein paar mitgenommen. Ach, ich mache das, glaube ich, mache ich das anders? Weil man sieht ja gar nicht so richtig so. Okay. So machen wir das. So kann man doch was sehen, oder? Ja, ich habe hier diverse Zäune in Gold, dieses aus dem Ninjago-Bereich. Auch hier Gold und in Schwarz habe ich sie mir organisiert. Hier auch nochmal in Schwarz. Davon habe ich ganz viele genommen von diesen 1x1er Round Bricks. Ja, da kann man auch so für die Palmen so ein paar Themen machen oder ich habe noch ein paar andere Sachen vor. Dann habe ich hier endlich so ein Lego News mir geholt. Diese Dreiecksfliesen. Hier kann man mit so Mauerwerk ganz gut machen. Das habe ich zwar noch nicht gebaut, aber ich habe es immer noch vor und davon kann man nie genug haben. Hier habe ich so halbrunde oder viertelrunde Holzfliesen. Kann man auch sehr schön zum Dekorieren hernehmen. Natürlich hier diese Palmenblätter habe ich mir, glaube ich, auch in drei Farben geholt. Sieht man das? Genau. Was war noch cool? Hier habe ich noch so ein Bild als Fliese. Ich weiß gar nicht, aus welchem Set das ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Die habe ich eben noch gesucht. So Corner-Teile als Fliesen. Ja, wie ist denn der reingekommen? Ach, da wollt ihr eigentlich auch mehrere haben. Ist anscheinend nur eine reingekommen. So, von der Tüte dürfte es eigentlich das gewesen sein. Hier ist noch eine Treppe, die ist aber auch noch mit reingeschmissen. So, dann schauen wir mal, was in der zweiten Tüte drin ist. Auch ein Haufen Zeug. Ja, die hier sind, glaube ich, selbstsprechend, wenn man schaut, was die Preise sind bei Bricklink. Die tue ich jetzt einfach mal in die große Tüte wieder zurück, um das ganze Kleinzeug zu sehen. Dann habe ich hier noch so für so Spiegel, also so Glasfassaden, Rundteile mir organisiert, mitgenommen, weil die einfach cool aussahen, dachte ich mir, die nehme ich noch. Diese Büsche, wie gesagt, habe ich noch ein paar genommen, weil die doch recht teuer sind. Da hat mich auch einer vor Ort gefragt, warum ich nur die nehme. Ich gesagt, ja, von da gibt es diese Bricklink-Preise. Da kann man das sehr gut vergleichen. Hier ist ein Ausreißerteil. Das ist tatsächlich, habe ich gesehen, brauche ich als Ersatzteil, weil bei mir bei dem Nissan Skyline ist mir tatsächlich ein so ein Teil vom Dach geflogen und ich finde es nicht mehr in der Wohnung. Keine Ahnung, wo es hingefallen ist. Jetzt habe ich es als Ersatzteil. So, die da hier sind auch nicht so günstig.
Damit kann man bestimmt super so Rettungsleitern bauen an so Häusern. Deswegen habe ich mir da auch einige mitgenommen. Und jetzt sortiere ich mal wieder. So, jetzt haben wir alles sortiert. Jetzt zeige ich mal, was ich endgültig alles habe. Natürlich die großen Teile habt ihr ja vorher gesehen im Video. Hier habe ich dieses Van Gogh-Bild. Ich habe diesmal ganz viele Bilder mitgenommen, weil ich finde einfach, meine Wände sind alle in den Häusern alle sehr kahl. Und ich habe da nie Ideen, was ich da reinhängen soll. So ein Bild hier. Dann hier noch so eine San Francisco Bridge. Hier habe ich ganz viele Handys mitgenommen. Dann diese Warnschilder. Von den da hier habe ich ja jetzt drei Varianten. Einmal in Tan, in Bluish Gray und in White. Dann habe ich hier zwei verschiedene Rohrelemente. Da kann man super so Industriegeschichten machen. News. Ah ne, Bild. Hier, was genau. So News, Zeitung und noch so ein afrikanisches Bild mit Elefanten drauf. Dann habe ich einen Haufen Erdbeeren, wie ihr am Schluss gesehen habt, habe ich zusammengemischt mit Schokolade. Hier habe ich noch Hotel Corner, Lego Set, diese Missing Katze. Ich weiß gar nicht, was das da hier ist, fand ich auch ganz nett. Kann man auch irgendwo hinmachen. Wenn die Fleck könnte sogar von einem Friends-Set sein. Von dem Eiswagen habe ich noch hier dieses Bild. Kann man auch irgendwo hinnehmen. Finde ich bestimmt ein schönes Plätzchen für. Und hier ist nochmal so ein News-Paper. Missing Hund. Dann habe ich hier noch so ein, keine Ahnung, was das für ein Bild ist. Fand ich auch ganz nett. Und diesen Computerbildschirm, hier so einen 2022 Tiger, viele Pizza-Kartons, dann noch diese Schatzkarteninsel, die machen wir gleich. Hier habe ich jetzt noch so Fliesenteile, die brauche ich immer, einmal Vierer, zweimal Zweier, einmal Einser, einmal Zweier. Das hatten wir ja schon, hier sind die beiden gold und schwarze Zäune. Hier habe ich auch noch Zäune mit diesen vier Streben. Das Ganze als Rundstück auch. Wie gesagt, hier hatte ich ja noch dieses abgeschrägte Dreiecksteil. Und die hat man ja auch noch gehabt hier. Diese Zeitschrift, hier immer noch ein Bild. Ach ja, und das hattet ihr vorher noch nicht gesehen. Das ist auch noch so ein Bild. Genau. Wie gesagt, dann die großen Trümmer, die hatten wir ja auch gesehen. Das ist jetzt, sage ich mal, das Endresultat. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Ach ja, und hier sind noch so Ausreißerteile. Das habe ich bewusst genommen, fand ich ganz cool. Kann ich bestimmt in irgendeine Baustellengeschichte mit reinbauen. Und da sind noch so, haben sich so ein paar Teile reingemogelt. Kannst du immer hernehmen. Weil auf dem Boden sah es natürlich aus wie Kraut und Rüben. Da sind die Teile rumgeflogen und da blutet das Lego-Herz, sage ich mal. Aber so ist das nun mal mit vielen Menschen, viele Teile. Gute Angebote. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao.